Anna, zur Produktion von Peterchens Mondvater hast du die Anneliese gemacht. Normalerweise machen das ja Schauspieler. Hast du mal davon geträumt, Schauspielerin zu werden? So wie jedes Mädchen? Nö, eigentlich nicht. Also ich wollte jetzt später keine Schauspielerin werden. Keine Schauspielerin, das nicht. Aber Peterchens Mondfahrt hast du gerne gemacht, oder? Ja, das Stück oder diese CD, was es auch halt ist, war halt sehr schön und ja, ich fand ja? es halt sehr schön. Du fandest es cool, die hat Spaß gemacht, ja, die Anneliese zu sein. Ja. Und sag mal, hast du die Anneliese vorher schon gekannt? Kanntest du die Geschichte, bevor wir das produziert haben? Nee, die Geschichte direkt vorher kannte ich jetzt nicht. Kanntest du nicht? Nein. Von der Anneliese und dem Peterchen, ne, die ja nie ein Tier gequält haben und deswegen mit Herrn Wumsemann auf den Mond fliegen durften. Ja. Und wie war das so für dich, die Anneliese, die ist doch bestimmt ein bisschen anders als die Anna im wirklichen Leben, oder? Also die Anneliese war halt eher schüchtern, sie war zurückhaltend und sie wollte halt nicht so jetzt gemein oder irgendjemandem wehtun. Sie hatte halt sehr viel Angst. Sie hatte sehr viel Angst. Hast du Angst sonst in deinem Leben? Nicht so viel, manchmal. Manchmal halt, wie jedes Kind halt, aber so viel nicht. Also so eine richtige Anneliese ist eigentlich gar nicht so in der Anna drin, oder Nein. doch? Nee. Nee, eine richtige Anneliese ist bei der Anna nicht so sehr drin. Und wie war das so für dich, in die Rolle reinzuschlüpfen, dann den Text zu sprechen? War das okay oder war das dann schwierig, wenn in dir drin gar nicht so viel Anneliese ist? Also es war halt schon schwierig, weil man musste halt sehr viel dafür üben und immer versuchen, laut zu sprechen und sich halt in diese Rolle reinzusetzen. Und das ging für dich, das, ja. hast du geschafft. Ja. Maximilian, du hast Peterchen gemacht, sowohl bei den Aufführungen, die wir im Gewandhaus hatten, als auch bei der CD-Aufnahme. Und da hast du immer dein Schwert dabei gehabt, richtig? Zeigst du uns das mal? Ja. Das Schwert. Was ist denn die Geschichte mit dem Schwert? Warum hat ein Peterchen ein Schwert dabei? Weißt du das noch? Ja, also das Schwert, das hat er dabei, um dem Mondmann eine runterzuhauen. Ah! Und? War das gut? Ja, war von Vorteil. Das war von Vorteil. Genau, da gibt es die Textstelle, dann hau ich ihn mit meinem Schwert, stimmt's? Mhm. Genau. Und das Schwert, das hattest du schon vorher? Ja, das Schwert hatte ich schon vorher. Spielst du gerne Ritter oder sowas? Also jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, aber das ist ja schon ein Stück her. Und das war in deinem Spielzimmer zu finden, als du noch halt gerne Ritter gespielt hast. Ja? Das war natürlich von Vorteil, oder? Ja. Und sag mal, Peterchen, der war ja ziemlich mutig, oder? Also, ja, schon. Ja? Also ja. Ich fand ihn ganz schön mutig, dass er dann auch gleich gesagt hat, ich nehme mein Schwert mit, ihr braucht keine Angst zu haben. Und der sich dann auch dem Mondmann entgegengestellt hat. Bist du im normalen Leben auch so mutig wie Peterchen, wenn Mondmann kommt? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Du bist mehr wie ein ganz normales Kind. Hä? Was ein normales Kind, was auch mal Angst haben darf. Und bei dir, wie viel Peterchen hast du vielleicht in dir selber gefühlt oder war das mehr so der Text, den du gelernt hast? Also warst du selber, hast du dich selber ein bisschen als Peterchen gefühlt bei der Aufnahme oder war das Maximilian, der Peterchen gesprochen hat? Also so ein bisschen schon, aber irgendwie auch wieder nicht. Ist schwierig, ne? Ist schwierig, sich so in eine Rolle rein zu versetzen. Schauspieler machen das ja sehr oft. Ne? Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal Schauspieler zu werden? Also irgendwie schon, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das relativ gut hinkriege. Ja, also ich fand auch, dass du das Peterchen total gut hingekriegt hast. Und Max, da bleibe ich mal noch kurz bei dir. Also wir haben ja ziemlich lange aufgenommen. Erinnerst du dich noch? Das ging sehr, sehr lange und dann mussten wir wiederholen und dann hat das noch nicht geklappt und dann war der Tonmeister mit dem einen Wort nicht zufrieden und. War das anstrengend? Ja, es muss ja auch anstrengend sein, weil sonst, wenn man das jetzt so von früh bis Mittag kann und dann macht man es einfach auf die CD und das war's, dann kann man ja auch nicht drauf stolz sein. Ja, das ist richtig.
auf Arbeit, die man richtig geleistet hat, die anstrengend war, kann man richtig stolz sein. Bist du stolz auf die CD? Ja, sehr. Ja klar, ich bin auch auf euch beide stolz. Und sag mal, Anna, die Aufnahme, die war ja auch hier in dem Saal, ne, und ziemlich lange. Und dann der Axel wollte was von dir und ich wollte was von dir und der Tonmeister wollte was von dir. Wie war das für dich? Bist du damit klargekommen oder hast du manchmal gedacht, oh, können die einfach mal aufhören und mich machen lassen? Also ja, das hat mich manchmal halt auch schon angekotzt, sage ich jetzt mal. Aber es war halt im Ganzen gesagt sehr schön und ich fand es auch sehr lustig, wie man das dann wiederholt hat und das dann immer, wie man das so spaßig gesagt hat, vorbekommen. Ja? Ja. Also letztendlich bist du klargekommen damit. Ja. Das war ja schon ein richtiger Erwachsenenjob, den ihr hier gemacht habt. Ne? Also das war richtig harte Arbeit. Und Max, hast du dir die CD schon mal angehört? Ja, also ich habe zu meinem Geburtstag und eine Probe danach hat Herr Kaiser mir so 3 von den CDs gegeben. Und eine liegt jetzt neben dem Rekorder. Eine liegt neben dem Rekorder und wandert die dann auch manchmal rein und dann hörst du die oder lieber nicht? Also schon 5-mal mindestens. Echt? 5-mal hast du die schon gehört? Und was sagst du zu dir selber? Bist du zufrieden mit dir? Ja. Ja, also ich bin sehr zufrieden mit dir. Und Anna, weißt du, wie mir das manchmal geht, wenn man seine eigene Stimme hört, dann denkt man, bin ich das? Ja. Geht dir das auch so? Ja, das geht mir auch manchmal so durch den Kopf. Aber wenn man das dann halt länger oder mehrfach halt gehört hat, dann geht das eigentlich. Und, findest du die Aufnahme gut? Ja, ich finde die auch sehr schön. Hast du auch schon gehört? Ja. Auch 5-mal? Nee, das nicht. Das nicht. Okay, danke euch. Ach, das war famos. Es hat richtig gebrumst bei mir, wie ich geflogen bin. Ja, und bei mir hat es auch gebrumst. Natürlich. Das gehört zum Fliegen. Und nun fliegen wir zum Mond? Das tun wir.